Jetzt ist die jetzt schon wieder Mutter. Amen! Würdest du mich heiraten und mir treu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet? Hast du wieder zu viel von deinen Östrogentabletten genommen? Du, weck mich an den heiraten! Deine eigene Mutter! Ich will dir, aber lassen wir das. Die EVP will jetzt ja die Heiratsstrafe abschaffen. Das heisst also, wenn wir geheiratet wären, würden wir dann steuerlich profitieren. Blödsinn. Erstens kann doch nicht Mutter und Sohn. Zweitens profitieren von deren Initiative denn nur reiche Ehepaar. Was weißt denn du, wie viel ich auf dem Seniorenspaarkonto noch habe? Deine Pfannenmärkli zählen dir hier im Fall nicht. Lass mal zu. Die Ehe ist die auf Dauer angelegte und gesetzlich geregelte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Also bitte, wir haben alle Voraussetzungen. Oder ist dir deine Freundin wieder wichtiger? Die, wo du da Bilder von ihren aufgehängt hast in deinem Zimmer, innen überall, da die Helene Fischer. Was kann denn die, was ich nicht habe? Sie ist immerhin nicht meine Mutter. Also, die Antwort auf deine Frage, nein, ich will dich nicht heiraten. Und ich will dich auch nicht adoptieren. Du musst doch an die finanzielle Zukunft denken. Als Magaziner denke ich jeden Tag dran. Denk nicht an deine, du Egoist. Du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und wenn du mir wegstirbst, will ich wenigstens eine gute hinterlassene Rente. Ohne Gas, du bleibst da. Ich sag dir jetzt, wo ich hingehe. Ich gehe zu der Kesp. Gott, die Scheidung von dir beantragen. Oh mein Gott!